So, das hat sich gelohnt, hier runter zu gehen. Es haben bestimmt welche gesagt, oh, Bajan, tu das nicht, gleich vergiss deinen Diamanten oder so. Aber selbst wenn, hätte ich das jetzt eigentlich schon aus entschädigt. Aber den wollen wir natürlich auch noch holen, deswegen gehen wir wieder zurück. Wird auch gelacht. Ich glaube, wir werden uns später einfach die ganze Zeit Bücher enchanten, um uns dann das richtige, perfekte Item also perfekte Werkzeug zusammenzubasteln. Würde ich so sagen. Kommt, glaube ich, besser. Dauert zwar ein bisschen länger, was Erfahrung und so angeht, aber ich habe Pläne. So. Hier ging es hoch. Beziehungsweise runter. Und wo war's? Hä? Wo ist er denn? Ach. Schau mal, einer guckt. Da hinten ist er. Gut, wie kommen wir am ehesten runter? Hier. Zack. So, die Lavasäule lassen wir mal. Die sieht eigentlich ziemlich stylisch aus und bringt auch genug Licht. Den machen wir mal eben aus. Zack. Nicht den Pfeil. Und... Zack. Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Cool. Also das hätte ich jetzt im Leben nicht erwartet, dass wir jetzt wieder hier sind. Wie Minecraft auf engstem Raum so viele verschiedene Areale bauen kann. Ich meine, das war jetzt wirklich platzsparend. Und kein Platz mehr? Feuerstein weg. Das war natürlich ein bisschen zu weit. Ich wollte den Feuerstein nicht aus dem Bild werfen. Redstone. Also noch mehr Redstone als jetzt schon. Und... Wieder eine Fackel ganz nach oben. Wo kommt der Kobbel her? Ach, da wollten wir Löcher, haben wir Löcher gestopft. Und da oben ist Gold. Holen wir uns gleich, wenn ich dran denke. So. Ich habe ihn gehört, ich habe dich gehört. Nein! Geh weg! Geh weg, das will, dich will keiner! Mann. Genauso wenig wie dich, Creeper. So. So. Wo kommst du denn hier? So. Eins, zwei. Zack. Zack. Ach. Stimmt ja. Ja, haben uns ein Stöckchen gespart. Zack. Weg. Ach nee, wir haben jetzt wieder Platz. Und... Hier noch ein Fäckelchen. Hier können wir wieder durch. Jetzt ist dunkel. Und Wasser weg. Nicht den Pfeil. Zack.
wusste es. Geil. Oh, Alter! Was haben wir für ein Glück? Fackel weg. Nicht Fackel. Dingens. Zack. Zack, zack, zack. Na. Fortschritt? Hä? Okay. So mit dem Achievements behalten hat wohl nicht geklappt. Naja, was soll's. Und so. Und... So, und... Ach nee. Erstmal zwei Iron Pickaxe. Und was kommt weg? Die Augen. Beziehungsweise den Samen gleich auch. Und... Dann müssen wir das hinterher nicht mehr tun. Noch eine aus Diamant. Dafür können die Samen weg. Für später. Noch fünf weitere, das gibt's doch nicht. Wie geil. Noch... Willst du mich verarschen? Das ist wohl die größte Diamantader, die ich je gesehen habe. Redstone alles mitnehmen. Oh, das ist ja super. Jetzt hat sich die Höhlensession schon gelohnt. So, freut mich. Wo müssen wir denn eigentlich nachher lang zum Hoch, zum Rausgehen? Links heißt raus, da ist aber schon wieder eine Fackel rechts. Aber hier... Alter! Die gerölt hat er bis gerade nicht, oder? Hier, hier, da ist schon wieder eine links, da ist wieder weg. Alles rechts, alles rechts. Und hier scheint es hoch zu gehen. In noch was Neues. Ich wollte ja gar nicht hin. Ich wollte ja noch weitermachen. Aber hier ist eh eine Sackgasse. Naja gut. Wo muss das Eisen noch? Und zurück. Aua. Naja, ich freue mich. Ich wollte eigentlich das Gold da oben noch holen. Von wo kommen wir denn da hin? Oh! Da war wohl doch nicht genügend ausgeleuchtet. In die Fresse. In die Fresse. In die Fresse. Na komm. In die Fresse. Nein! Mist. Naja. So, währenddessen kurz in der Nase gekratzt. Und das macht Bock auf mir. Jetzt muss ich mich wieder kratzen. Aber egal, weg. So, ist da drüber noch was? Ich glaube nicht. So, hier müsste doch irgendwo jetzt das Gold oben in der Decke sein. Ist es das? Ja. Ah, toll. Oh.
wo geht's denn jetzt weiter? Mal schauen. Da oben ist noch Eisen. Das holen wir uns mal eben schnell. Sollte doch zu schaffen sein. Oh, sogar noch ganz schön viel. Ja, das war doch schon mal hier was Schönes, Erträgliches. Was haben wir denn jetzt hier? Hier, also zack. Gold. 3 Fäden, das heißt, ein bisschen brauchen wir noch, falls wir uns noch ein Bett craften wollen. Verrottetes Fleisch, die 5 Erde weg können weg. Wobei, die sammeln wir eh gleich wieder auf. Obwohl, wir könnten jetzt eigentlich mal eben... Genau, das hatte ich befürchtet. Aber... Jetzt kommt etwas Langweiligeres mir, aber das muss auch sein, denn wir brauchen es. Oh, dauert das wieder lange. Gut, längere Abbauphase. So, was habe ich denn so für Abbauthemen? Muss ich kurz gucken. Habe ich mir alles schön aufgeschrieben eigentlich. Ich gucke gerade auf meinen Zettel, den ich immer liegen habe, aber da scheint nichts drauf zu sein, was schon benutzt worden ist. Also was nichts, was nicht schon benutzt worden ist. Dann muss ich mir ja was ausdenken. Vielleicht sowas Aktuelles wie, nee, ich finde die aktuellen Sachen gar nicht gut. Aber gut, ich es kann ja ein bisschen sein, falls mal jemand in 30 Jahren das Let's Play guckt, dass er ein bisschen die Ahnung hat, was gerade in dem Moment vorkam und dann sagt, ach ja, stimmt, das war zu der Zeit. So eine kleine Chronologie ist auch ganz nett. Also reden wir mal über das aktuelle Thema Pferdefleisch in, also in, als Rindfleisch getarnt. Jo, ich, kann es schon langsam nicht mehr hören, aber was soll man tun? Wie viel haben wir jetzt? 6. Ja, Pferdefleisch und, in Lasagnen, die eigentlich mit Rindfleisch sind, ist scheiße. Im Großen und Ganzen ist es scheiße, dass zum einen nicht genug kontrolliert wurde, zum anderen aber auch halt, dass überhaupt Leute daran denken, einfach Rind mit Pferd zu strecken. Ich meine, im Großen und Ganzen ist Pferd ja gesünder als Rind, aber unkontrolliert, also unkontrolliertes Pferd, also nicht kontrolliertes Pferdefleisch, weiß man nicht, was da drin war, denn bei Pferden, da gibt es ja keine solchen Vorschriften über Rind und Kuh. Rind und Kuh, Rind und Schwein. Wie bei... Ja, als bei Pferd, weil ein Pferd ist halt nicht... Nicht das normale Tier, das man isst. 10 Stück. Sondern ist ja halt eigentlich mehr für kleine Mädchen ein Kuscheltier. Und für große... Nee. Und ein Sporttier, ein Reittier, das man eigentlich nicht isst. Aber das geht... Jetzt ruhe ich mal ein bisschen weiter aus. Das galt ja früher als arme Leute essen. Weil das Pferd an sich... Mist. Das Pferd an sich billig war und sich früher halt nur die Bauern einfach als letzte Maßnahme ihr
So ein altes Pferd, das schon gar nicht mehr zum Felder bestellen gut war, haben sie dann in die Pfanne gehauen.